Oh, Monika, was machst du? Aber zuerst haben Sie doch sicher ein paar Fragen oder etwas, das Sie mir zeigen wollen? Penis! Kann ich Sie etwas zur Kirche von Northfield fragen? Ich helfe gern, wenn ich... Ist das eigentlich noch heute Nacht ins Museum? Jo. Oh, das ist nice. Ich glaube, in der Kirche in Northfield spukt es. Oh, zweifellos. Wer glauben Sie, ist es? Ich bin nicht sicher, aber alle Hinweise deuten auf die Agers. Die Agers? Oh Nigel, sie werden... Boah, du hast den Schwanz von George, ey. Warum? Wie so ein Biber. Es waren Brüder. 4 Stück. Alle mit Verbindungen zu den örtlichen Kirchen. Ja, Thomas Ager war ein Pfarrer in Northfield. Ha, ein Heide mit schwarzen Herzen. Ein gemeiner Mensch. Monika. Okay. Ich gehe noch einmal zur Kirche. Später, heute Abend. Wie? Es ist ein ziemlich weiter Weg und es geht kein Nachtbus. Die Schienen für den Bus gibt's doch eh nicht hier. Zum Carrion Bar. Durch den Arsch der Welt. In diesem Fall müssen Sie dieses Amulett nehmen. Autoblock. Block plus 10. Ich hatte das Gefühl, jemand oder etwas hätte mich von der Gleisanlage aus... Das kommt gleich ein Ego-Shooter-Part. Ich weiß, Nigel. Einfach nur episch. Passen Sie heute Abend auf. Na. Ich habe Mr. Russell getroffen. Den Totengräber. Wesley Russett ist so alt wie diese Fans. Er sprach von den alten Bräuchen. Ja, darüber werden wir reden müssen, Sie und ich. Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, ganz und gar nicht. Sie sind nur nicht bereit für solche Dinge. Okay. Darf ich Sie noch etwas fragen? Natürlich. Ich helfe gern, wenn ich kann. Was ist überhaupt für ein abgespacktes Fernsehprogramm? Was ist das denn? Du Scheiße, das Eichhörnchen oder was? Sie hatten recht mit dem Antiquar. Oh, Nigel. Oh, Nigel, Sie sollten doch nicht hingehen. Neugier ist der Katze tot. Dai. Wo wir von Katzen sprechen. Offenbar werden ein paar vermisst. Ja, verschwunden. Ich hab sie gegessen. Wollens, verfluchte Kreaturen. Wohl kein Katzenfan, wie? Ganz und gar nicht. George verabscheut diese Viecher. Ja, toll. Das Museum hat viele Geheimnisse präsentiert. Es verbirgt mehr Geheimnisse, als es offenbart. Graben Sie tief, mein Junge. Die Antworten können gefunden werden. Ich glaube, wir sollen nicht graben. Ebenso viele wie Fragen, schätze ich. Können Sie einen Blick hierauf werfen? Natürlich. Ich helfe gern, wenn ich kann. Hier, wo ist er da mit der... Das hier, ne? Ich habe das hier von der Kirche in Northfield. Meine Güte, eine Trauerfeier? Schon so bald? Der Vikar wollte, dass ich Ihnen das hier bringe. Evelyn Ackland. Das war schnell. Vielen Dank, Nigel. Ja, vielen Dank. Warum war das so leise? Armer Evelyn. Armer, würde ich eher sagen, aber Wayne. Ja. Oh, gut. Genug geplaudert. Geben Sie mir Ihre Hand. Wieso? Was wollen Sie tun? Aus Ihrer Hand lesen. In den Arsch stecken. Los. Schauen wir uns zuerst. Er bereitet sich auf ein Epic Facepalm vor. Das ist diese Linie hier, die von der Seite zur Mitte der Hand verläuft. Sie haben eine großartige Lebenslinie. Sie ist stark und deutlich ausgeprägt. Das bedeutet gute Gesundheit und Vitalität. Über der Lebenslinie liegt die zweitwichtigste Linie der Chiromantie. Die Kopflinie hier ist getrennt von ihrer Lebenslinie, was auf eine logische und direkte Denkweise hindeutet. Die Tiefe dieser Linie auf gut animierte Drehungen auf ein gutes Gedächtnis hin, was immer eine gute Sache ist. Als nächstes kommt ihre Herzlinie, die vom Mittelfinger zur linken Seite der Handfläche verläuft. Ihre beginnt an ihrem Mittelfinger. Das bedeutet, dass sie eine materialistische Einstellung zum Leben und zur Liebe haben. Die kleinen, wo soll die sonst beginnen? Linien zeigen, dass sie Pech. Boah, mal jetzt voll die Wurstfinger, ey. Ohne Scheiß, achte. Außerdem ist ihre Hand rechteckig geformt. Sehr rechteckig sogar. So ein Teil kann ich mir auch in meiner Hand malen. Klar, dass sie ein hart arbeitender, entschlossener und bodenständiger und oft masturbierender Mensch sind. Das ist ein gutes Zeichen.
Es bedeutet, dass sie gute Werte haben und denen, die sie kennen und mit denen sie arbeiten, viel bieten können. Ja, halt die Fresse. Ist das Ihre erste Handlesung? Nee, meine siebte. Ich wusste nicht, dass Handlesen so aufschlussreich sein kann. Ja, alles falsch. War sie präzise? Ah, oh, das wäre gut gesagt. Fürs Erste kann ich sagen, dass es gruselig präzise war. Ist er behindert? War es präzise? Kann ich nicht sagen, aber es war gruselig präzise. Das ist nur Opfer, ey. Ach, was ist das für ein Scheiß, was da im Fernsehen läuft? Was soll sowas? Und den paranoiden religiösen Fanatikern der Abtei. Ich glaube, die Unschuldigen, die lebendig verbrannt wurden, suchen diese Stadt immer noch heim. Sie suchen Gerechtigkeit für ihren Tod. Ein schreckliches Geschäft. Ja. Oh, epic, epic. Nacht. Nacht mit dieser Spiel erst übelst geil. Screenshot, Screenshot, Screenshot. Fail für das. Ah, so. Ah! Fuck! Bleib stehen, du Scheiße. Monika! Oh, weh. Muss er noch einen Mittagsschlaf machen? Wieso ist das Licht immer in diesem Scheißraum an? Es liegt da wieder so eine scheiß Schere im Bett. Was soll denn der Scheiß? Was soll das? Ich verstehe das immer noch nicht, warum da eine Schere im Bett liegt. Ich weiß es auch nicht. Ah, Monika. Schere. Ist oh, ich soll nicht Monika sagen. Yay, es wird Nacht. Ja. Yay! Ich glaube, Tony und The Bear treffen. Alright. Was war das für ein Geräusch? Die Katze, die bei dir ins Klo geschissen hat. Ja, halt doch mal die Fresse. Was war das für ein Geräusch? Noch nicht. Ich glaube, das wird daher kommen. Zu untersuchen. Ach genau, das ist doch das hier im Badezimmer. Ich kann da drin niemanden sehen. Aber ist es sicher? Dam, da, dam, dam. Was zur Hölle ist das? Die Schaufensterpuppe. Die Tür rüttelt noch, ist wahrscheinlich Massenmörder drin, aber einfach mal reingehen. Ja, lauf. Wenn ich nichts wagt. So, Haare, Haare, Haare! Bob Thorne hat gerade Schwein geschlachtet, ey. Was zum Teufel waren das für Dinger? Phantome? Boah, ich höre das Bauch reden, dann kann sprechen, um seine Lippen zu bewegen. Und das, die Haare sind auch nicht mehr da. Boah, voll Spaß hier. Oh, Moni, ist nichts mehr da. Ja. Okay, raus. Ah, da hängt wieder ein Briefumschlag. Hm, was ist das? Ist er über Nacht hässlicher geworden? Oder kommt er jetzt nur so vor? Mr. Danvers, es heißt, sie seien eine Art Geist. Boah, kann er schnell lesen. Eine mögliche Spur?
Okay, wir müssen zum zum Bahnhof oder was da immer das ist. Oh, das sieht jetzt gerade richtig aus. Diese Stadt ist so still wie ein Grab. Dann läuft hier hinten gleich wieder einer her. Katze, Katze, Weißbrot. Oh, jetzt schön in den Laden rein, ey. Ich glaube, das ist der gruseligste, das gruseligste Haus überhaupt in dem ganzen scheiß Spiel. Er bounced da voll in das Gebäude rein. Es ist gerade mal 10 Uhr. Es ist gerade 10 Uhr. Oder 7 Uhr nicht genau, 10 oder so. Fail. Und dann geht er sogar pennen. Da sieht man jetzt die Leute. Was ist das? What the fuck? Ja, mal gucken, ob das noch geht. Ja, das geht. Nein, ich wollte. Ist etwas. Ich wollte den. Das hier wollte ich nehmen. Da ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Immer mal die Beweise abgeben. Geräusche. Nein. Bizarre Aufnahme vom Foto des Bahnhofspersonals. Ich muss kacken.